Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Landeshauptmann, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt bietet immer die Möglichkeit, einen Überblick, einen persönlichen Überblick über die Themen, die einem wichtig sind, darzulegen, so wie es auch der Landeshauptmann in seiner Haushaltsrede macht. So werde ich es auch machen, ein bisschen, was mich persönlich beschäftigt in dieser Zeit und einige Themen, auf die ich natürlich vielleicht auch etwas näher eingehen möchte. Etwas anderes sind die Zahlen, die können wir dann auch in der Artikeldebatte noch besprechen. Wir behandeln jetzt den zweiten Haushalt seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Alle, die direkt oder indirekt betroffen waren und sind, ob es die Wirtschaft ist, ob es die Schulen sind, die Betreuungseinrichtungen, ganz besonders die Kultur und der Sport, die Familien, die Kinder und Jugendlichen, im Endeffekt wir alle, leiden unter der anhaltenden Notsituation. Und wie wir gehört haben, wird dieser Notstand bis Ende März auch verlängert werden. Gleichzeitig leiden wir aber auch unter den steigenden und zum Teil sehr aggressiven Spannungen, die wir in der Gesellschaft erleben. Und erst heute habe ich einen Artikel gelesen, der eine Umfrage darstellt, eine Forsa-Umfrage in Deutschland, wo jeder Vierte von den Befragten offen zugibt, inzwischen entweder mit dem Lebenspartner, Ehepartner gebrochen zu haben, mit Teilen der Familie gebrochen zu haben oder mit Teilen im Freundschaftskreis gebrochen zu haben. Und ich denke, nicht nur ich, wir alle kennen, auch in unserem Umfeld oder durch unsere politische Arbeit, durch Sprechstunden, ähnliche Geschichten. Wir haben es selbst alle mitbekommen, dass dieses Thema jede Diskussion überwiegt, dass Risse durch Familien gehen, Risse durch Freundschaften gehen und leider auch, dass sich Paare trennen und scheiden lassen. Das ist natürlich in erster Linie nicht die Hauptverantwortung der Politik, das ist auch klar. Aber ich denke, es wird nicht nur mich mit Sorge erfüllen. Und ich habe dieses Thema auch immer wieder schon hier im Saal angesprochen, bei unterschiedlichen Gelegenheiten, wenn man die Art und Weise betrachtet, wie sich derzeit Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, begegnen und wie brutal zum Teil auch Diskussionen ausgetragen werden. Es zählt längst nicht mehr das bessere Argument, sondern durchwegs die Lautstärke für die eigene Position. Und da meine ich beide konträre Lager, die sich gegenüberstehen. Also nicht nur die Impfgegner, die bis jetzt sehr laut waren, sondern auch die Impfbefürworter, die leider Gottes eine aggressive Tonlage in der Zwischenzeit auch an den Tag gelegt haben. Die Grenzen zwischen Fakten und Fakes verwischen und aus gegensätzlichen Meinungen eigentlich das Salz in jeder Demokratie resultiert die Rede von einer Spaltung der Gesellschaft. Dieses Gespenst wurde zunächst herbeigeredet, zeigt aktuell aber seine Fratze. Es gehört zur Demokratie, dass unterschiedliche Meinungen offen ausgetragen werden und meinetwegen auch auf der Straße. So sehr man Verständnis dafür haben muss, dass die erste Welle überraschend kam und Sanität und Politik
unvorbereitet traf, so sehr darf, ja muss man auch die Fehler ansprechen, die sich nach und nach einfach eingeschlichen haben. Eines sind die logistischen und organisatorischen Mängel, wir erinnern uns zurück, Frühjahr 2020. Und etwas anderes sind die Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie, die mit Verlaub, bei allem Verständnis, manchmal wirklich nicht oder schwer nachvollziehbar waren und manchmal auch jeglicher Logik entbehren. Ich trete sicherlich niemandem zu nahe, wenn ich behaupte, dass vor allem die Kommunikation eine Katastrophe war. Und das hätten wir wirklich selbst in der Hand gehabt. Es wurde seit Beginn an sehr oft schlecht kommuniziert und vor allem, und das finde ich interessant, seit Beginn der Impfungen verschlechterte sich die Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen der Landesregierung und des Sanitätsbetriebes mitzutragen. Und ich finde das im Nachhinein spannend, weil doch alle auf einen Befreiungsschlag gewartet haben und weil doch eigentlich so etwas wie Aufbruchstimmung herrschen sollte. Irgendetwas ist ganz gehörig schiefgelaufen in dieser Geschichte. Die Ankündigung der Verantwortlichen, immer wieder geimpfte Personen könnten in die sogenannte Freiheit entlassen werden, lass die Impfen, Romas vorbei und so weiter, entpuppen sich als unerfüllbare Versprechen. Allerdings muss man einer aufgeklärten Gesellschaft zumuten, dass sie Teil der Lösung sein will. Die Überzeugungsarbeit dafür seitens der Politik, aber vor allem auch der Medien, war nicht genügend und ist es noch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals eine so große Wissenschaftsfeindlichkeit gegeben hätte wie derzeit. Dies gilt übrigens nicht nur für Corona. In Deutschland haben sich daher heuer zahlreiche Wissenschaftler zusammengeschlossen, um gegen die Einschränkung der freien Forschung an den Universitäten zu protestieren. Auf die Diskussion rund um die Impfungen gehe ich nicht näher ein. Dazu sind die unterschiedlichen Positionen bekannt. Einen Satz möchte ich aber sagen. Selten, zumindest so bin ich der Auffassung, wurde das Wort Freiheit so sehr strapaziert wie letzthin im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Für mich persönlich, aber ich denke für die Freiheitlichen grundsätzlich, galt und gilt seit jeher der Grundsatz, es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung und wo die Freiheit des Einzelnen aufhört, beginnt die Freiheit des Nächsten. Meiner Meinung nach ist mittelfristig wirklich entscheidend, wie wir die Folgeschäden, schon natürlich auch wirtschaftlicher, aber allen voran, gesellschaftspolitischer Natur beseitigen und wie wir den Bruch in der Gesellschaft kitten können. Und hierzu fehlt mir derzeit noch eine klar erkennbare Strategie. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht die Einzige bin, die sich darüber wirklich den Kopf zerbricht, sondern dass auch die Landesregierung den Bezug zur Realität noch nicht verloren hat und wirklich versucht, das nicht irgendwo auszusitzen oder zu denken, das wird sich legen, sondern ich glaube, so etwas haben wir, die wir hier politisch tätig sind, alle noch nicht erlebt. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr große Aufgabe sein wird, diesen Bruch zu kitten und die Menschen, die Gesellschaft irgendwie wieder zusammenzuführen. Es gilt wirklich in der Diskussion derzeit, aber auch in der öffentlichen Diskussion, nur mehr schwarz und weiß. Alles dazwischen gibt es nicht mehr. Und ich sage das deshalb ganz bewusst, weil ich in meiner politischen Laufbahn es selbst lernen musste, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt. Ich war auch so draufgängerisch. Es gibt nur Hü oder Hot,
nur schwarz oder weiß. Und irgendwann stellt man halt fest, dass dem nicht so ist. Es gibt ganz viele Töne dazwischen. Man muss das halt lernen, aber man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch gleich tickt, jeder Mensch den gleichen Werdegang oder sich das antut. Und deswegen tue ich mich mit dieser Geschichte derzeit auch sehr schwer. Es wurde heute von einer Kollegin gesagt, sie erhebt die Stimme und hat aufgezählt, für wen sie die Stimme erheben will. Mir ist es in dieser Haushaltsrede wichtig, auch die Stimme zu erheben, und zwar für jene Gruppe, die ich in dieser Masse sehe, die sich bis jetzt noch nicht für eine Impfung entschieden hat. Und ich sehe diese Gruppe nicht als eine homogene Gruppe, sondern da sind ganz viele unterschiedliche Fälle drinnen, die unterschiedliche Gründe haben, zum Teil auch gute Gründe haben, aber die wirklich mit geballter Ladung alle in denselben Topf und in dasselbe Eck derzeit gedrängt werden. Und wir haben viele Menschen, zumindest wurde mir das bewusst, als ich selbst trotz zweifacher Impfung an Corona erkrankt bin. Und ich musste das sagen, weil ich ja beim Dreierlandtag gefehlt habe. Und ich habe mir auch gedacht, da brauche ich nicht lang herumzudeuteln. Es ist so. Habe es selbst auch erlebt. Und so, es hat sich bei mir wirklich so auch angefühlt, dass ich froh war, einen Schutz gehabt zu haben. Aber da haben sich ganz viele unterschiedliche Menschen natürlich gemeldet. Auch jene, die natürlich, wie soll ich sagen, ich bin nur wegen der Impfung und so, das ist egal. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt und bin nach wie vor noch in Kontakt mit denen und habe dabei eben festgestellt, dass zum einen das Thema Angst ein großes Thema ist und das darf nicht belächelt werden. In meinen Augen ist das ein Thema und zieht sich bei ganz vielen Menschen wie ein roter Faden durch das Leben. Das heißt, ich bin jetzt keine Psychologin und auch kein Arzt, aber es ist eine Pathologie. Und folgedessen, wenn ich es mit einer Krankheit, in dem Fall unter Anführungszeichen, zu tun habe, muss ich rücksichtsvoll, verständnisvoll sein, sensibel sein mit diesen Menschen. Andere haben nach wie vor berechtigte Zweifel und auch Fragen. Und ich denke, dass auf diese Menschen zugegangen werden muss. Die müssen ernst genommen werden und vor allem muss durch Information, durch Aufklärung und so weiter Angst auch genommen werden. Und ich denke, was diese Menschen aber im Alltag erleben, dass sie über die Medien auch zum Teil verunglimpft werden, dass eine völlig falsch ausgerichtete Kommunikation sie weiter in die Enge treibt, ist nicht nur falsch, sondern auch kontraproduktiv und in meinen Augen auch nahezu fahrlässig aus Sicht dieser Betroffenen. Weil im Endeffekt auch diese Menschen irgendwo im Bereich ihres Möglichen durch regelmäßiges Testen einen Beitrag auch zur Eindämmung der Pandemie leisten. Und ich denke, dass anstatt der Druck auf diese Menschen immer weiter erhöht wird und mit immer neuen Szenarien in Verbindung gebracht werden, dadurch Angst und Panik weiter zu schüren, wären Zuhören, Dialog, Aufklärung, Information der richtige Weg. Und ich weiß, dass dieser Weg Geduld bedeutet, Zeit bedeutet und dass man auch Personal dafür haben muss. Denn wie soll man einem Paar erklären, beide Bedienstete des Sanitätsbetriebes. Er leidet seit Geburt an, hat sämtliche Allergien. Sie hat einen angeborenen Gendefekt mit Thrombosen und so weiter und so weiter. Beide haben schon bei Impfungen, vorherigen Impfungen, einen Schliff mitgemacht, Auswirkungen, Nebenwirkungen und so weiter gehabt.
Der Hausarzt hat beiden gesagt, er würde von der Impfung abraten. Diese Personen haben dann vor der Suspendierung, und da bitte ich den Landesrat, dass er mir auch sagt, ob das stimmt oder nicht, es hat dann angeblich von Seiten des Sanitätsbetriebes Aufklärungsgespräche mit Arbeitsmediziner gegeben. Der Arbeitsmediziner hat gesagt, auf jeden Fall impfen. Und die sind im Zwiespalt, wem vertrauen, dem Arbeitsmediziner oder dem Hausarzt. Und Hausarzt und Arbeitsmediziner schieben sich die Verantwortung gegenseitig hin und her. Sie werden nicht befreit. Der Hausarzt sagt ihnen, ich übernehme diese Verantwortung nicht, da ich Druck bekomme von der Ärztekammer. Der Arbeitsmediziner drängt zur Impfung. Und solche Beispiele haben wir mehrere. Und beide sind suspendiert, haben Familie, haben Wohnung abzuzahlen. Man kann sich vorstellen, was diese Menschen derzeit, mit welchem Gefühl diese Menschen derzeit leben. Und eines möchte ich auch noch ganz klar sagen, dass nicht jeder skeptische, ängstliche, manchmal vielleicht aufgrund auch der Schlagzeilen, die überall einprasseln, überforderter Mensch gleich ein Schwurbler ist, ein Egoist ist, ein Leugner ist oder eine Person ist, dem die Mitmenschen oder dem die Situation oder dass denen die Situation Krankenhaus und so weiter egal wären. Das stimmt einfach nicht. Und ich habe wirklich viele solche Beispiele, wo ich einfach sagen muss, da tue ich mich schwer, dass man da einfach so drüber geht. Weil das hat nichts damit zu tun, dass die etwas zu Fleiß tun würden. Die wären guten Willens, aber man kann sich dann auch in diese Lage versetzen, wie die sich fühlen, wenn sie so alleingelassen werden. Und hier fehlt einfach in meinen Augen wirklich eine Stelle, ein Experte, keine Ahnung, der zuständig ist für solche Geschichten, denn wir tun uns auch, ich bin keine Medizinerin, ich kann nicht in dieser Geschichte Ratschläge erteilen, die mir im Endeffekt nicht zustehen. Und ich denke einfach, dass eine anders ausgerichtete, vereinende, auch ehrliche Kommunikation auch überzeugen kann, dass sie Menschen auch an der Hand nehmen kann und sie für eine Sache gewinnen kann. Die bisherige Kommunikation hat das leider nicht geschafft. Diskreditierungen, Beleidigungen, auch öffentliche Etikettierungen. Und das hat es alles schon vor Corona gegeben. Diese Strategie lehne ich einfach ab. Wir haben seit 2015, seit der Einwanderungswelle, es erlebt, dass Menschen, die anders denken, Menschen, die anders argumentieren, wirklich öffentlich mit Etiketten versehen werden. Und das darf es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und das Nächste ist ja schon vorbereitet. Jeder, der nicht vom Klimanotstand spricht oder von der Klimakatastrophe, wird dann halt der Klimaleugner sein und so weiter. Also ich glaube, da entgleitet derzeit sehr vieles. Und das sollte uns schon irgendwo auch zur Vorsicht mahnen, und dass man bestimmte Dinge unterbindet, aber auch von offizieller Seite wirklich versucht, hier genau darauf zu achten, wie man Kommunikation führt. Ich habe auch einige Fälle an die Landesregierung angetragen oder nachgefragt, dass Menschen, die guten Willens waren, die wirklich viele Fragen hatten, diese Fragen auch deponiert haben, aber die haben nie eine Antwort oder eine Auskunft erhalten. Und diese Menschen haben ja sich das nicht angetan, mit dieser Materie sich zu befassen und dann einmal ein Büro lahmzulegen oder sonst irgendwas, sondern die meinen das ja durchaus ernst und wären ja guter Dinge auch gewesen, aber wollten halt wirklich Aufklärung. Und die meisten, die sich impfen haben lassen, wissen, dass es nicht wirklich das Aufklärungsgespräch gibt. Ich meine, das geht wie das Nudelschmelzen. Das muss man auch sagen. Und da sind auch manche überfordert und haben umgedreht noch im letzten Moment und wollten einfach etwas anderes noch als Vorstufe haben. Und ich muss auch sagen, und das beschäftigt mich auch,
dass wir in der Zwischenzeit an einem Punkt angelangt sind, wo selbst Journalisten, ehemalige Chefredakteure nicht davor zurückschrecken, ganz offen zu sagen, bestimmte Leute sollten einfach nicht mehr behandelt werden, sollten sich selbst alles bezahlen. Also wenn wir diese Gedankengänge weiterspielen, ich weiß nicht, wo uns das hinführt, und ich möchte nicht wissen, wenn solche Vorschläge von uns Freiheitlichen gekommen wären in der Einwanderungsgeschichte, in der Flüchtlingswelle, wenn wir gesagt hätten, diese Leute sind seit gestern hier, haben nie eingezahlt, warum sollen die jetzt eine Rundumversorgung? Da wäre genau diese Leute Sturm gelaufen. Also ich tue mich da derzeit schon, muss ich sagen, einfach schwer, dieser ganzen Geschichte noch zu folgen. Und ich denke, dass eine Rückbesinnung auf unsere Werte allen Seiten wirklich gut täte. Wertungen, gerade jenen Personen gegenüber, aber auch Politiker, sollten sich damit einfach zurückhalten. Politik und Medien sollten sich darauf besinnen, dass wir gemeinsam diesen Kampf zu führen haben und der Kampf sich nicht gegen andersdenkende Mitmenschen richten darf, die wohlgemerkt Steuerzahler sind nach wie vor und auch uns zahlen. Wir bekommen nach wie vor unser Gehalt und diese Menschen tragen nach wie vor auch einen Beitrag dafür. In dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, müssen Worte und Gesten wohl durchdacht sein, denn nur wenn möglichst viele dieser Menschen eingebunden und auch mitgenommen werden, kann auch irgendwann einmal wahrscheinlich die Pandemie besiegt werden. Schuldzuweisungen werden uns nicht weiterbringen, sondern richten fatale Schäden in der Gesellschaft an, die hinterher wirklich schwer zu reparieren sein werden. Themenwechsel, eine andere Frage. Wie sollen die Verwerfungen, die sich für das Personal in Pflege-, Gesundheits- und Bildungsstrukturen ergeben, aufgelöst werden? Wie und innerhalb welchen Zeitrahmen sollen die Lücken geschlossen werden, die sich in der Sanität und nicht erst seit Corona aufgetan haben? Dass die Sanität krankgespart wurde, kann nicht länger geleugnet werden. Ist es nicht eine Zumutung, dass Operationen aufgeschoben werden müssen und dass präventive Untersuchungen gestrichen werden? Dafür sind nicht allein die Corona-Patienten schuld, unter Anführungszeichen. Das hat auch mit Versäumnissen der Vergangenheit zu tun, wo bis heute nach wie vor kein klarer Plan, wie man da herauskommen will, erkennbar ist. Die Krise hat uns ganz vieles gezeigt, was bereits vorher schon im Argen war. Sie hat uns knallhart den Spiegel vorgehalten und vor allem auch, dass Südtirol am Gängelband Roms hängt. Mangels eigener Zuständigkeit und Kompetenz konnte Südtirol nicht eigenständige Entscheidungen treffen oder wollte nicht eigenständige Entscheidungen treffen, höchstens Maßnahmen verschärfen oder solche vorwegnehmen. Der sogenannte Südtiroler Weg, von dem ich mir selbst wirklich viel erwartet habe, war im Grunde genommen immer der römische Weg. Wenn wir über den Landeshaushalt diskutieren, der im Übrigen wieder eine neue Rekordhöhe erreicht, mit dem Nachtragshaushalt werden rund 7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, so geht es zum einen um Zahlen, zum anderen um politische Inhalte. Was die Zahlen anbelangt, so fällt als erstes natürlich ins Auge, dass 3/4 der verfügbaren Mittel zweckgebunden sind und lediglich 1/4 für Investitionen zur Verfügung steht. Das ist ein augenscheinliches Missverhältnis und es ist nicht ersichtlich, ob und wie die Landesregierung dem entgegenwirken will. Ein Beispiel ist das Beispiel Soziales, wo gut 1/3 hineinfließt.
Und nach wie vor hat man, ja, Kollegin Deek, es ist so, dass man nach wie vor, ich weiß schon, es ist bei uns alles super, alles toll, alles zum Besten, aber nach wie vor ist gerade im Bereich des Sozialen nach wie vor eine Schieflage erkennbar, die sich einfach nicht ändert. Und ich denke, wenn man diesen großen Bereich einmal durchforsten würde, sich wirklich die Mühe machen würde, auch Reformen zu machen, ich glaube schon, dass man hier bestimmte Geldflüsse frei machen könnte und sie anders verwenden könnte. Gestern hat mir beispielsweise jemand gesagt, und ich kann das nicht bestätigen, weil mir dazu einfach die Möglichkeit auch fehlt, aber dass wir nach wie vor Maschinen, Geräte kaufen für viel Geld in der Sanität, die, ich meine nicht Sie, Kollegin Deek, die niemand bedienen kann, die auch niemand verwendet, die nach wie vor dann auch immer Wartungshaltungskosten und so weiter mit sich führen. Und da fragen sich halt viele, ob das wirklich sein muss oder ob es nicht längst auch die Möglichkeit gäbe, mittels Leihverträge und so weiter bestimmte Dinge anders zu regeln. Das ist eine Frage, die mir gestern zugetragen wurde von jemand, der im Krankenhaus Bozen arbeitet und das eben mit Unverständnis aufgenommen hat, dass nach wie vor sich diesbezüglich nichts ändert, dass wir im großen Stil Dinge ankaufen, die wir im Endeffekt dann nicht brauchen und auch nicht verwenden können, weil wir nicht einmal die Leute haben, die die Maschinen bedienen können. Während einerseits Wirtschaftsverbände Einsparungen in der Verwaltung, vor allem beim Personal und in der Bürokratie, anmahnen, stehen dem andererseits Lohnforderungen der Gewerkschaften für Lehr- und Gesundheitspersonal gegenüber. Dass besonders Lehrpersonen und Pflegepersonal unterbezahlt sind, ist nicht zu leugnen. Die Politik muss jetzt beweisen, dass sie in diesen beiden Bereichen nicht nur Strukturen fördert, sondern auch das Personal finanziell angemessen honoriert. Dem Klatschen für die von der Corona-Krise besonders beanspruchten Sanitätern und Pflegern muss eine entsprechende Besoldung folgen. Wenn Südtirol ein Bildungsland sein und bleiben will, braucht es motiviertes Lehrpersonal, das ebenfalls angemessen zu entlohnen ist. Es ist leider so, dass Südtirol keine Steuerhoheit hat und sich, was in meinen Augen noch schlimmer ist, auch nicht wirklich darum bemüht. Ausdruck von freiheitlicher Wirtschaftspolitik war immer der Grundsatz, Steuern zu senken, statt Zuckerlen zu verteilen. Das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für die Bürger. Was ich den Menschen nicht aus der Tasche ziehe, brauche ich nicht in Form von Beiträgen zurückzugeben. Südtirol täte gut daran, die Steuersätze sowohl für die Wertschöpfungssteuer IRAP als auch für den regionalen IRPEF-Zuschlag auf das Mindestmaß zu senken bzw. abzuschaffen. Und Herr Landeshauptmann, Sie schlagen vor, dass Südtirol den IRAP-Steuersatz an die staatliche Regelung deshalb anpassen bzw. erhöhen soll, weil im Falle einer anscheinend geplanten Abschaffung dieser Steuer durch den Staat Südtirol ins Hintertreffen geraten würde. Hier möchte ich vielleicht ganz kurz, dass Sie bei Ihrer Replik dieses Thema noch einmal ganz klar und deutlich verständlich angehen bzw. hier eine klare, ehrliche Aussage treffen. In den letzten Jahren verstärkt sich der Trend, dass junge, gut ausgebildete Südtiroler entweder nach einem Studium im Ausland bleiben oder aber das Land verlassen. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war im Jahr 2011, 2012, habe ich eine Anfrage genau zu diesem Thema Abwanderung von jungen Leuten und so weiter gestellt und wurde in der Antwort regelrecht belächelt. Aber gerade die Corona-Krise hat es uns gezeigt, dass viele Menschen fehlen, dass Südtirol mehr von seiner Jugend, seinen klugen Köpfen verliert, Fachkräften
an Fachkräften, an gut ausgebildeten Menschen, auch an Akademikern, als es verkraften kann. Laut einer WIFO-Studie aus dem Jahr 2019 ist die Abwanderung der Südtiroler von 1100 Personen, das war im Jahr 2012, auf 1500 Personen 2017 kontinuierlich angestiegen. Schon heute zeigen sich die gravierenden Auswirkungen im Gesundheitswesen, bei der ringenden Suche nach Fachkräften in der Wirtschaft sowie in der Forschung. Aber im Endeffekt derzeit ja überall. Ihr alle habt sicher in eurem Umfeld auch Leute. Es ist ja nur schon schwierig, eine Mitarbeiterin für Büroarbeiten oder für sonst etwas zu finden. Ich habe jetzt auch mehrmals gesehen, Stellenanzeigen auch des Landtages. Es ist schwierig, Menschen zu finden, die sich bewerben. Und es hat viel mit dieser Geschichte zu tun, dass Menschen, unsere eigenen Leute einfach gegangen sind. Auch in dieser ganzen Corona-Geschichte, wenn mir Mütter sagen, als ihre Kinder, Töchter vielfach, die Claudiana abgeschlossen haben, damals vor Jahren, da war noch Landesrat Deiner zuständig, als er bei der Vergabe der Diplome gesagt hat, regelrecht geworben hat, bitte geht's ins Ausland, macht's Erfahrung im Ausland, denn wir können euch sowieso nicht alle aufnehmen. Also man hat die Leute regelrecht, man hat sie hier ausgebildet und regelrecht aufgefordert, ins Ausland zu gehen. Und natürlich kommen dann viele nicht mehr zurück. Die Gründe für den Abwanderungsdruck aus Südtirol sind vielfach politisch hausgemacht und liegen weniger bei den Unternehmen und der Wirtschaft. Die aufbürdende Bürokratie, die mangelnden flexiblen Arbeitszeitmodelle und die nach wie vor fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind unzureichende Rahmenbedingungen, welche die Arbeitswelt in Südtirol unattraktiv macht. Erst kürzlich hat mir auch ein Arzt gesagt, der eigentlich einmal mit dem Gedanken gespielt hat, wieder zurückzukommen, der aber gesagt hat, nein, er bevorzugt es, in Deutschland zu bleiben. Er kommt gerne nach Südtirol zum Wandern, aber ist dann immer wieder froh, wenn er zurück kann in diese Klinik, wo er tätig ist. Und das gibt einem schon zu denken. Also das gibt wirklich zu denken, gerade wenn wir wissen, dass wir dann im Sanitätsbereich derzeit den Proporz aushöhlen, umgehen, Menschen anstellen, wo Zweisprachigkeit überhaupt kein Thema mehr ist, reservierte Plätze, die eigentlich für deutsche und ladinische Bürger reserviert wären, anderweitig besetzt werden. Und ich denke, auch das sind Geschichten, die alle nicht neu sind. Insbesondere der Mangel auch an leistbarem Wohnraum für junge Menschen in Südtirol, gekoppelt mit den hohen Lebenshaltungskosten, erschweren die Möglichkeiten, eine selbstständige Existenz aufzubauen. Unternehmen, die einen bestimmten Prozentsatz ihres Gewinnes in Forschung und Entwicklung reinvestieren und entsprechendes Personal rekrutieren, brauchen eine steuerliche und vor allem bürokratische Entlastung. Südtirol hätte gleich wie unsere nördlichen Nachbarn alle Voraussetzungen, wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen und attraktive Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt zu schaffen. Die anhaltende Abwanderung, welche die unter Anführungszeichen Fachkräfte aus Afrika definitiv nicht kompensieren können, betrifft die ganze Gesellschaft und führt zu schweren sozioökonomischen Problemen. Der Abwanderungstrend wird aktuell wegen der Corona-Maßnahmen verstärkt, besteht aber grundsätzlich. Und wir Freiheitliche haben diesbezüglich, ich glaube, das erste Mal 2011 hier im Landtag auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Und ich möchte von der Landesregierung gerne wissen, wie sie diesem Brain Drain entgegenwirken möchte. Südtirol hat Vollbeschäftigung, ja, es hat großen Bedarf an Arbeitskräften. Diesbezüglich muss die Frage erlaubt sein, ob wir in der Bildungs- und Ausbildungspolitik schon immer den richtigen Weg gehen. Durch eine besondere Förderung praktischer Berufe sollte einer allgemeinen Verschulung
entgegengewirkt werden. Es ist kein Widerspruch einer angemessenen Akademisierung und einer Förderung praktischer Berufe, das Wort zu reden. Auf die rechte Mischung kommt es an. Proporz und Zweisprachigkeit, das habe ich gesagt, zwei Eckpfeiler der Autonomie. Auch beide wurden in den vergangenen Jahren angesägt und drohen inzwischen einzustürzen. Die Zweisprachigkeit wird oftmals nur noch als Zugabe und nicht mehr als Grundrecht betrachtet. Der Proporz besteht meist nur noch auf dem Papier und diese vielgepriesene Errungenschaft der Autonomie, die den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern den Zugang zu den Staatsstellen eröffnete, wird immer öfter ausgehöhlt. Öffentliche Stellen werden immer öfter in Abweichung vom Proporz vergeben. Und anstatt entsprechende Werbemaßnahmen bereits an den Oberschulen zu ergreifen, redet man sich darauf hinaus, es gebe nicht genügend Bewerber bei deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern. Was anscheinend keine Rolle spielt, ist der Umstand, dass die Südtiroler grundsätzlich ein Recht darauf haben, bei den Ämtern in ihrer Muttersprache bedient zu werden. Wie kann, soll, wird das künftig gewährleistet, auch und gerade eben in der Sanität? Überhaupt habe ich oft den Eindruck, dass Südtirol immer mehr eigenständiges Denken und Handeln verliert. Die Gefahr, zu einer hundsnormalen italienischen Provinz zu werden, ist keine Chimäre. Sie scheint mir ziemlich real zu sein. Dass Südtirol auch im jüngsten Ranking, im Sole 24 Ore, eigentlich in allen Bereichen zurückgerutscht ist, sollte uns auch zu denken geben. Wir sind eben nicht mehr die Besten. Darüber können auch die ständigen Beteuerungen europäischer Werte nicht im Weg täuschen. Welche sind tatsächlich diese Werte? Ich glaube, dass sich die Südtiroler schon grundsätzlich als Europäer fühlen. Eine allgemeine Zustimmung aber zur derzeitigen EU sehe ich in der Bevölkerung nicht. Und ich glaube, diese zwei Jahre Corona-Krise haben ihriges noch dazu beigetragen, dass sich die Menschen richtigerweise die Frage stellen, was eigentlich in Europa für die europäischen Länder zum Teil gemacht wird. Als Freiheitliche zwei Sätze zum Thema Umweltnachhaltigkeit wollen wir keine Utopien versprechen, sondern mit konkreten Vorschlägen, die mit politischem Willen umsetzbar sind, in Sachen Natur- und Umweltschutz Nägel mit Köpfen machen. Ziel muss es sein, den derzeitigen Klimaplan den Herausforderungen anzupassen und im Rahmen der Zuständigkeiten des Landes tätig zu werden, sowie Strategien zu entwickeln. Die zu treffenden Maßnahmen sind auf jeden Fall darauf auszurichten, dass die ökologische, die ökonomische und die soziale Komponente entsprechend berücksichtigt wird. Wie aktuelle Diskussionen zeigen, ist eine weitere Spaltung der Gesellschaft, hier Gut durch Böse zu verhindern und eine sachliche Debatte ohne Angst und Panikmache unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse anzustreben. Südtirol hat aufgrund seiner Geografie und Topografie ein unermessliches Potenzial, saubere Energie zu produzieren. Dazu zählt nicht nur die Wasserkraft, sondern auch die optimale Nutzung der Biomasse, deren Verstromung und Energiespeicherung mittels Wasserstoffes. Neue technische Errungenschaften machen es möglich, unterschiedliche Energieträger in Südtirol zu produzieren und zu nutzen und künftig gänzlich auf fossile Energieträger zu verzichten. Die Zeit zum Handeln ist jetzt und mit dem nötigen politischen Willen lassen sich wichtige Zukunftsprojekte bereits heute umsetzen. Wie geht es weiter mit den Ergebnissen des Südtirol-Konvents? Abschaffung des Regierungskommissariats, haben wir meinen Antrag angefangen zu behandeln, wurde dann ausgesetzt. Ich freue mich schon, wenn dieser wieder behandelt wird, denn damals wurde ja Zustimmung signalisiert.
Abschaffung der Region, dazu stelle ich wirklich mit Genugtuung fest, dass auch innerhalb italienischer Politiker ein Umdenken stattfindet. Stellvertretend erinnere ich daran, was der Bozner Bürgermeister Karamaschi neulich bei einer Tagung in Trient gesagt hat, Zitat, «Nessuno da noi impazzisce per la regione». Das hat natürlich so manchen nationalistischen Geist erschreckt, spiegelt jedoch die Realität wider. Dazu erinnere ich an eine weitere Tagung im Trentino, bei der der Universitätsprofessor Günter Palaver einer institutionellen Umgestaltung der Region das Wort redete, zwar nicht einer Abschaffung, aber einer neuen Rolle in einem europäischen Rahmen. Immerhin, es bewegt sich etwas und ich hoffe nicht, dass der Landtag den Schlaf der Gerechten schläft. Und ich hoffe auch nicht, dass in dieser Legislatur, wir haben noch ein bisschen, den Auftrag und die Ergebnisse des Konvents völlig ignoriert. Einen Satz zur Begnadigung und Herr Landeshauptmann, keine Sorge, ich beteilige mich sicherlich nicht am Wettbewerb wie unsere Kollegen in Nordtirol, wer sich den Lorbeerkranz aufsetzen darf, die Begnadigung erwirkt zu haben. Wir kennen die Vorgeschichte und wir kennen den juridischen Weg, auf welchem eine Begnadigung erst möglich wurde. Danke allen, die sich darum bemüht haben. Ich freue mich ganz einfach, dass einer der noch verbannten Südtiroler in die Heimat zurückkommen darf. Und ich freue mich auch darüber, dass Staatspräsident Mattarella erwähnt hat, Oberleiter habe kein Menschenleben auf dem Gewissen. Das finde ich deshalb wichtig, weil die Buschtra-Burben auch den Stempel hatten, Menschenleben nicht geschont zu haben. Spät aber doch. Abschließend noch eine Bemerkung zum Ehrenamt. Noch nie wie in diesen Zeiten ist uns Südtirolern klar geworden, wie sehr das Ehrenamt unsere Gesellschaft zusammenhält. Daher ist jeder Angriff auf das Ehrenamt, seien es bürokratische Hürden oder gesetzliche Vorschriften, von der Landespolitik entschieden abzuwehren. Südtirol braucht eine eigene Regelung, die dem Auftrag und der Bereitschaft gerecht wird. Natürlich gäbe es noch ganz, ganz viele Themen, die einen beschäftigen, die es anzusprechen gäbe. Einwanderung, Landwirtschaft, Tourismus, soziale Gerechtigkeit, öffentliche Bauten und, Mobilität. Aber erfahrungsgemäß weiß ich, dass man in den Medien maximal mit einem Satz erwähnt wird, unabhängig davon, was man sagt, wie lange man spricht und so weiter. Und im Endeffekt ja auch die Landesregierung zwar hier physisch vertreten ist, aber meistens halt auch auf Durchzug stellt. Deswegen werde ich mit einem Wunsch schließen, Herr Landeshauptmann. Bitte beginnt in der Landesregierung endlich damit, in allen Bereichen, egal um welches Thema es sich handelt, wenn es um Südtirol geht, endlich den Ursachen für bestimmte Dinge auf den Grund zu gehen und nicht weiterhin immer nur Symptome zu bekämpfen. Denn ich glaube, daran scheitert es. Wenn wir die Zeit hätten, den Mut hätten, und auch die Erkenntnis hätten, dass wir in vielen Dingen endlich Ursachen uns genauer anschauen würden, warum bestimmte Dinge so sind, auch in dieser ganzen Corona-Krise, dann glaube ich, würde man sich viel häufiger leichter tun und auch schneller Probleme lösen können und Probleme, die es lange schon gibt, einer Lösung zuführen können, als wenn man immer nur Symptome anschaut und dann halt so irgendwie sich durchwurschtelt und halt Symptome bekämpft. Ich würde mir das wirklich wünschen für die Zukunft, dass man in vielen Dingen einfach ehrlicher sich die Geschichten anschaut und wirklich Ursachen nüchtern, offen, auch wenn es vielleicht wehtut und wenn man hier und da selbst einen Fehler eingestehen muss,
hinschaut, analysiert und dann nach vorne schaut und in die Zukunft blickt und sicher viele Dinge einfacher lösen könnte. Vielen Dank.